YouTube will eine Art Punktesystem etablieren, das Denunzianten dafür belohnt, unerwünschte Meinungen zu melden. Ja, so langsam wird diese Geschichte hier zu einem Kafka-Roman. Ab Stufe 3 können die unbezahlten Stasi-Mitarbeiter dann vom Mass-Flagging-Tool Gebrauch machen. Sorry, ich weiß gar nicht, warum ich lache. Ich für meinen Teil habe mir erstmal einen Account auf der weitestgehend zensurfreien Seite mainz.com. Okay, Leute, diesmal geht's wieder um dieses kuschelige Habt euch doch alle lieb, Christentum. Film ab. Oh Gott, das kann heiter werden. Wir leben ja im 21. Jahrhundert. Und im 21. Jahrhundert weiß man, dass es keinen Gott gibt, ja? Das ist alles Quatsch. Und wir wissen, dass die Urknalltheorie Antwort Nummer A eine App ist, Antwort Nummer B der neueste Song von Helene Fischer ist, Antwort Nummer C zu 100% bewiesen ist. Nichts ist zu 100% bewiesen, noch nicht mal, dass du nicht lustig bist. Obwohl. Oder Antwort Nummer D eine Theorie ist. D. Ja! Dir ist klar, dass Schwerkraft nur eine Theorie ist. Ich meine, ich finde das immer lustig, wenn Christen versuchen, das Wort Theorie, egal ob bei Evolution oder dem Urknall, abwerten zu verwenden. Eine Theorie, eine anerkannte Theorie, ist das, was man in der Wissenschaft erreichen kann. Ich rufe darüber irgendwie Tatsache oder, ja, so ist das jetzt, das ist nicht mehr anfechtbar. Ich meine, das würde der Natur von Wissenschaft an sich widersprechen. Insofern ist das Wort Theorie in einer abwertenden Weise zu verwenden lächerlich. Vollkommen lächerlich. Ich glaube nicht an Gott, weil ich noch nicht gesehen habe. Und ja, was ich noch nicht gesehen habe, das existiert auch nicht, ja? Das gibt's auch gar nicht. Wer sagt das? Wer? Einen, der de facto so nachlässig war, nur zu sagen, ich sehe ihn nicht. Ich meine, vielleicht vor Urzeiten, als unsere Sinne noch der einzige Weg waren, um etwas zu verifizieren. Weißt du, wie viel Prozent von unserem Universum erforscht worden sind? Es sind ungefähr 0,01%. Weißt du, wie viel Prozent unserer Ozeane noch unerforscht sind? 95%. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass da noch irgendwo Godzilla lauert. Und weißt du auch warum? Weil nichts darauf hindeutet. Alleine, dass es möglich ist und dass das Gegenteil noch nicht bewiesen werden konnte, macht es nicht wahrscheinlicher. Außerdem könntest du dieses Argument doch für alles bringen. Für komplett jede lächerliche Behauptung. Das berühmte fliegende Spaghetti-Monster, das mein Mikro-Gott ist, was auch immer. Außerdem, wenn du die ganze Scheiße mal auf dich beziehen würdest, du sagst ganz richtig, wir haben noch praktisch nichts vom Universum untersuchen können. Wie kannst du dich denn dann hinstellen und mit Sicherheit sagen, ja, es gibt Gott? Ich meine, kommt dir dann auch in den Sinn, dass es da draußen auch definitiv überall. Boah, einen Daumen runter, bitte. Bäh. Ich schließe nichts aus. Ich schließe nicht mal auf. Das ist so gruselig. Nachdem ich bisher fast ausschließlich auf Tutti Frutti Schönwetterchristen geantwortet habe, habe ich diesmal für euer Entertainment eine richtig schöne, degenerierte Christensau rausgesucht. Viel Spaß. Wacht endlich auf, ihr weichgespülten Pseudochristen. Guten Abend. Es gibt immer noch Leute, die sich auf meine Videos melden, von sich selbst behaupten, Christen zu sein. Mich nennen sie aber teilweise zu extrem. Ich dürfte ja nicht über andere urteilen, weil die Bibel sagt, urteile nicht, auf dass du selbst nicht verurteilt wirst. Schwachsinn! An diese weichgespülten Christen habe ich eine, muss ich nur eine Frage stellen. Kennt ihr überhaupt die Bibel? Nein, das tun sie nicht. Du stehst alleine auf weiter Flur, denn kein anderer dieser sogenannten Christen glaubt an etwas, was der Bibel auch nur ähnlich wäre. Und Gott sei fucking Dank. Ein Stück erbärmliche Scheiße. Ich muss das zensieren. Wisst ihr, was da draußen los ist?
Das Böse macht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche nichts anderes als genau das über andere und besonders über uns Christen zu richten. Danke für das. Zensur. Wisst ihr eigentlich, was mit Predigern in Amerika gerade passiert? Straßenprediger? Die werden festgenommen. Die werden erschossen. Oder was mit Pastoren passiert in Amerika, die sich zum Beispiel weigern, homosexuelle Paare zu trauen, die werden festgenommen. Du voll. Sagt. Ja, das so. Die Bibel sagt, Homosexualität ist eine Abscheulichkeit. Wenn ein Mann mit einem Mann liegt, wie mit einer Frau, das ist eine Abscheulichkeit vor Gott. Weißt du? Ja. Das ist, glaube ich, nicht gut. Ich muss das jetzt hier beenden. Könnte wieder funktionieren. Wenn ihr dieses Video angeklickt habt, um meine Möpse zu sehen, dann muss ich euch leider enttäuschen, denn Möpse wird es hier heute nicht geben. Wie könnte ich denn als anständiger Zuschauer und treuer Abonnent einer so aufrichtigen YouTuberin jemals unterstellen, dass sie in einem Video mit dem Titel "Ich zieh mich aus für Klicks" kein Clickbait ihre Möpse zeigen könnte? Wie kommst du denn auf so einen absurden Gedanken? Ich fühle mich schon fast beleidigt. Denkst du etwa, man könnte auf die Idee kommen, dass du nicht der korrekteste Mensch bist, der auf YouTube sein Unwesen treibt, weil du in deinem vorläufigen 1 Million Abonnenten-Video deinen Zuschauern eine fucking Handy-App vorgestellt hast, von der du ja so krass addicted warst? Na, klingelt's bei dir? Ich hatte bis jetzt noch nicht richtig die Chance, mich dafür bei euch zu bedanken, aber dafür kann ich das jetzt tun! 1 Million ist ja eine nicht zu verachtende Zahl an Abonnenten und ohne jetzt irgendwelche Erwartungen an jemanden wie dich zu haben, könnte man als aktiver Zuschauer durchaus davon ausgehen, dass man bei so einem Ereignis mit einem besonderen Video belohnt wird. Das wäre zum Beispiel eine Form der Dankbarkeit. Oder fällt dir noch eine andere Möglichkeit ein, wie du dich bei deinen Fans bedanken könntest? Ich habe euch früher in dem Video gesagt, was würdest du tun, wenn du jemals 1 Million Abonnenten erreichen würdest? Und da habe ich gesagt... Was würdest du tun, wenn du 1 Million Abonnenten erreichen würdest? Na, das ist doch völlig klar. Ich bedanke mich bei meinen Zuschauern mit einem mega aufwendig produzierten Video und mache vielleicht eine Verlosung oder ein Meet and hau mir für meine widerliche, heuchlerische Art auf die Fresse Greed oder sowas. Irgendwas Abgefahrenes halt. Lasst euch überraschen. Einen Tipp kann ich ja schon geben, was ich gerne im Herbst mache. Und das hört sich vielleicht ein bisschen kacke an. Natürlich neben dem Spazierengehen, Kastanien sammeln und all so einen schnulzigen Kram, den man halt so macht. Ich spiele sehr gerne alle Games, die es gibt. Okay, das ist natürlich eine Art der Dankbarkeit. Melina ist also eine krasse Zockerin. Das wusste ich natürlich als treuer Zuschauer und Abonnent der Guten. Schließlich hat sie auch einen Let's Play-Kanal. Geil, da will ich gleich mal wieder reinschauen, um mir das neueste Video anzusehen. Oh, sie hat ja schon länger nichts mehr dort hochgeladen. Um genau zu sein, hat sie diesen Kanal einen einzigen Monat betrieben. Einen verfickten Monat. Mittlerweile hat der Kanal über 440.000 Abonnenten und die Videos mehr als 23 Millionen Aufrufe. Nach ihrem aktiven Monat kam 13 Tage lang kein Video mehr. Aber dann endlich die ersehnte Ankündigung, dass es bald weitergehen wird. Das hier ist ein kurzes Infovideo und zwar will ich euch einfach nur mitteilen, dass es natürlich bald weitergeht mit den Gaming-Videos. Haha, du bist ja witzig. Witzfigur könnte man fast sagen. Wollt ihr wissen, wann es dann mit den Gaming-Videos weiterging? Natürlich wollt ihr das, sonst hättet ihr dieses scheiß Video nicht angeklickt. Na, wer hat richtig geraten? Korrekt. Es ging seitdem überhaupt nicht mehr weiter mit den tollen Gaming-Videos auf diesem Kanal. Nach diesem tollen Ankündigungsvideo hat sie es doch tatsächlich geschafft, 1 Jahr und 2 Monate später noch ein Video hochzuladen. Schauen wir da noch kurz mal rein. Aber da ich eh nicht so viel Let's Playe, lade ich die Let's Plays, die hier vorher
hochgeladen wurden, auf meinem Hauptkanal hoch. Der Link steht in der Infobox, also abonniert meinen Hauptkanal, wenn ihr weiterhin Let's Plays sehen möchtet. Weiterhin Let's Plays von dir sehen? Du hast auf deinem Hauptkanal vor über 2 Monaten ein Habbo-Let's Play hochgeladen. Du meinst das wirklich ernst, was du so von dir gibst in deinen Videos, oder? Nach 5 Minuten Habbo und unzähligen Cuts in deinem Let's Play habe ich krasse Magenkrämpfe und Durchfall bekommen. Mal schauen, wann es weitergeht. 2020 vielleicht? Dieser Kanal bleibt natürlich bestehen. Alle Videos, die hier sind, bleiben bestehen, dass man sich die immer wieder angucken kann. Als gute Erinnerung. Ja, Mann, das ist ja richtig nice. Als tolle Erinnerung an deinen legendären Gaming-Monat, in dem du so gut wie jeden Tag ein Video hochgeladen hast, du kleiner Nerd, du. Da ich sowieso nicht so viel Let's Playe, ich habe das ja nur 1-2 Monate hier so mal ausgetestet. Einen Monat und 2 Tage, um genau zu sein. Aber wer wird denn da schon kleinlich? Man kann da schon mal den Überblick verlieren, wenn man so eine lange Zeit in der Gaming-Sparte aktiv ist. Dagegen erscheinen einem so übereifrige Hoppla-Hopp-Gelegenheitszocker wie der Gronkh geradezu ramschig mit seiner ungefragten Überproduktion an sogenannten Streams oder Let's Plays. Aber mal weiter im Text. Ich stelle dich also circa alle 2 Monate oder manchmal auch jeden Monat eine App vor, die ich gerade gerne spiele. Kennt ihr diese Apps, die einfach so mega, mega addicted machen? Und zwar ist es My Free Farm 2. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, in ihren anderen Videos auch nach Produktplatzierung zu suchen, weil das dort bestimmt genauso gut im Videotitel oder in der Videobeschreibung gekennzeichnet ist, dass es sich um einen 5 Minuten 49 Werbespot für eine Handy-App handelt. Und das machst du, weil du von dieser App so krass überzeugt bist. Denn wie wir wissen, bist du ja ein richtig heftiger Zocker. Ein richtiger kleiner Nerd bist du, Melina. Ach ja, und dankbar bist du den 12-jährigen Mädels, die deine Miete bezahlen, indem du ihnen deine Lieblings-App im Herbst vorstellst. Ihr könnt da zum Beispiel ernten, ihr könnt Tiere haben, die ich noch nicht habe, weil ich den Level noch nicht erreicht habe, aber ich arbeite dran. Ihr könnt euren eigenen Hof aufbauen, ihr könnt andere Farmen besichtigen. Ich heiße da übrigens Melina Sophie 95. Nur falls ihr mal Bock habt, bei mir vorbeizuschauen. Ich habe dir eine Freundschaftsanfrage in der App geschickt und würde mir gerne mal deinen Bauernhof ansehen. Vielleicht kann ich bei Gelegenheit mal deinen Acker pflügen. Du musst ja krass süchtig nach diesem Spiel sein, immerhin hast du schon Level 8 erreicht und dafür habe ich ganze 10 Minuten gebraucht. Im Nachhinein schäme ich mich dafür, aber ich muss ja schließlich die Lieblings-App von meinem Idol ausprobieren, oder nicht? Ach ja, ich heiße übrigens Hurensohn 200. Auf jeden Fall ist es das Spiel für den Herbst. Wenn ihr mich fragt, am Ende des Herbstes werde ich auf jeden Fall Level, keine Ahnung, gibt es ja Level 100, wahrscheinlich werde ich Level 100 erreicht haben, wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal bei einem Handy-Game. Auf so eine Scheiße zu labern. Es ist derselbe Pay-to-Win-Bill wie die ganzen anderen Drecks-Handy-Apps auch. Für nur 99 Euro kann man sich 1300 Diamanten kaufen und dann das komplette Spiel einfach durchklicken. Wahnsinnig spannend. Das war nur ein kleiner Exkurs, liebe Melina, um vielleicht deine Frage zu beantworten, ob man dir tatsächlich zutrauen könnte, dass du für Geld deine Titten in die Kamera hältst. Mit diesem Thumbnail und der Vergangenheit ganz schön gewagt. Du bist kein Stück besser als irgendwelche anderen Beauty-Lifestyle-YouTuber. Für ein paar Scheine würdet ihr eure Seele verkaufen. Schauen wir uns mal an, was die Kampflesbe noch zu sagen hat. Ziemlich frische Frisur nebenbei. Wenn du jetzt nicht mehr so lange im Bad brauchst morgens, hast du endlich mehr Zeit für deine krassen Gaming-Videos. Ich weiß, eigentlich kann ich das besser. Und ich werde mich jetzt fucking extra dick anziehen. Warte mal, da geht noch mehr, da geht noch was. Um möglichst wenig Haut zu zeigen. Und dabei frage ich mich, wird YouTube dieses Video trotzdem promoten, auch wenn ich meine Maps nicht präsentieren werde? Die Antwort ist wahrscheinlich schon. Denn das Titelbild und der Titel an sich sind so auffällig, dass YouTube gar keine andere Chance hat, als es möglichst hoch zu platzieren, da es Clickbait hoch 10 ist. Also fassen wir zusammen. Du möchtest deine Titten nicht zeigen, sondern der Titel war nur dazu da, um wieder mal in den Trends zu landen. Mehr Klicks und Aufmerksamkeit bedeutet mehr Geld für dich. Wer hätte denn mit so einem Move deinerseits rechnen können? Merkst du selber, wa? Weil du einen klickgeilen Titel inklusive Thumbnail nutzt, hat YouTube keine andere Chance, als dein Video hoch zu platzieren und das auch nur, weil es Clickbait hoch 10 ist? Was? Die Zuschauer stehen auf billige Thumbnails mit nackter Haut und wenn du groß ankündigst, deine Titten zu zeigen, dann wird das Video oft geklickt. Wer hätte das vorhersehen können? Spaß beiseite, Freunde, diese Winterjacke kann ich mir wirklich nicht drin tragen. YouTube, ich habe hier etwas für euch, das nennt sich Gehirn. Ach so, das ist das Teil, von dem du es oft Gebrauch machst, wenn du wieder einen Werbespot produzierst. Meinst du das Ding? Keine Ahnung, was YouTube damit anfangen kann, aber wie wäre es, wenn du es dir vielleicht selber wieder reinsetzt? Und dieses Gehirn gibt es bei Ikea zu kaufen, es ist auch gar nicht
so teuer, kann sich also jeder leisten. Ist nicht schwierig, sich ein bisschen Wissen anzueignen und sein Gehirn bei der Optimierung von YouTube zu benutzen. Weißt du, wozu man das auch super nutzen kann? Dafür seinen eigenen Content wieder sehenswert zu machen für die Zuschauer, denen man alles zu verdanken hat. Von IKEA ist dein Gehirn also so. Für die, die es nicht mitbekommen haben, jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, von heute auf morgen, bekomme ich D-Abos. Man sieht es hier, als ich am Sonntag ein Video hochgeladen habe, nämlich God is Life, oder hier, als ich am Freitag das Video über die Premiere hochgeladen habe. Uhu, ich bekomme D-Abos, wenn ich neue Videos hochlade. Woran zum Teufel könnte das denn nur liegen? Das muss ein Fehler von YouTube sein. Wenn ich nicht jeden Tag tausende neue Abonnenten dazu gewinne, obwohl ich nichts tue oder absolute Schwachsinns-Scheiß auf meinem Kanal produziere, dann muss das ein Fehler im System sein. An mir kann es jedenfalls nicht liegen, denn ich bin perfekt. Wie viele Views hat das Video über die Premiere? Zum jetzigen Stand, wo ich das Video drehe, 157.000. Wenn man das jetzt mal mit anderen Videos von mir vergleicht, die durchaus 500.000 bis 1,2 Millionen Views bekommen, ist das schon ziemlich schade. Schade im Sinne von nicht genug Geld, deswegen dieses Clickbait-Video, oder um welche Form von Schade geht es hier? Schade, weil du deinen Daily-Kanal mit über 800.000 Abonnenten und deinen, nennen wir es, Gaming-Kanal vor kurzem offiziell dicht gemacht hast und du trotzdem für deine Verhältnisse weniger Aufrufe auf deinen Videos hast? Meinst du dieses schade? Denn ich frage mich, warum sollte ich Videos hochladen, wenn ihr automatisch von meinem Channel unsubscribed werdet? Denn in derselben Sekunde, wo ich ein Video hochlade, bekomme ich auf einmal 100 D-Abos in derselben Sekunde. Und fast keiner sieht diese Videos. Wo ist also der Sinn? Ich glaube, über Sinnhaftigkeit braucht man in diesem Zusammenhang nicht zu reden. Entweder liegt es daran, dass es bei YouTube einen Fehler gibt, dass deine Videos bei deinen Abonnenten nicht angezeigt werden, oder es liegt tatsächlich daran, dass deine Videos ohne Clickbait-geilen Titel und Thumbnail einfach nicht interessant genug für die Leute sind. Muss man denn erst Möpse zeigen, damit das Video wirklich viele Aufrufe bekommt? Muss man in 1000 Kilogramm Glitzerschleim baden? Was muss man noch alles machen? Die Videos auch wirklich den Leuten zeigt, die meinen Kanal abonniert haben. So, wie wäre es denn mal mit qualitativ hochwertigem Videocontent? Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht verrückt für jemanden, der lieber Hardcore-Gaming-Videos von Habbo macht oder einmal im Quartal eine neue Lieblings-App vorstellt. Denn YouTube hat sich gedacht, okay, wir führen diesen Abonnieren-Button ein, was schon immer so war. Und die YouTuber, die du abonniert hast, landen in deiner Abo-Box. Schön und gut, aber das funktioniert nicht mehr so einfach. Okay, also geht es jetzt in deinem Video einfach darum, dass angeblich bei deinen Videos die Abo-Boxen deiner Zuschauer nicht mehr funktionieren und das machst du daran fest, weil du deabonniert wirst und weniger Aufrufe bekommst als früher. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe schon öfter eine Umfrage auf Twitter gestellt, in der ich einfach mal gefragt habe, hey, war mein Video bei euch in der Abo-Box? 40-50% haben mit Nein geantwortet. Das klingt ja heftig. Also wenn 50% deiner Abonnenten deine Videos nicht angezeigt bekommen, kann da definitiv etwas nicht stimmen. Hast du vielleicht einen Ausschnitt von deiner Umfrage? Oder hast du etwas in der Infobox dazu verlinkt? Nein? Vielleicht können ja deine Zuschauer in den Kommentaren etwas zu diesem Thema sagen. Die sind ja schließlich davon betroffen. Mal sehen. Oh, nix in der Infobox und Kommentare seit neuestem deaktiviert. Da könnte man sich natürlich nach der Absicht deines Videos fragen. Was hast du denn noch zu diesem Thema zu sagen? 80% meiner Abonnenten bekommen überhaupt nicht mit, wenn ich irgendwas hochlade und fragen sich, warum lädst du denn gar keine Videos mehr hoch? 40-50% haben mit Nein geantwortet. Bei so vielen Zahlen, da kann man schon mal durcheinander kommen, Melina. Mach dir nichts draus. 40% oder 80%. Die Hauptsache ist, dass scheinbar weniger Leute deine Videos schauen als früher. Und womit? Mit Recht. YouTube weiß wahrscheinlich selbst einfach nicht, was abgeht. Zumindest ist das die Antwort, die ich die ganze Zeit bekommen habe. Und die Antwort hast du von YouTube direkt bekommen? Das wäre bestimmt auch interessant, wie so ein Gespräch, ich gehe mal davon aus, dass das in Schriftform stattgefunden hat, aussieht. Aber auch hier hast du nichts, um das, was du sagst, zu belegen. Warum landen meine Videos nicht in deren Abo-Boxen? Dann wurde mir gesagt, Freunde, dann wurde mir gesagt, aber das liegt nicht an YouTube, was sie auf die Startseite packen, das liegt an den Leuten. Moment mal, Fräulein, worum geht es dir hier? Willst du mit deinem überflüssigen Content auf die Startseite oder willst du bloß in die Abo-Box von deinen Abonnenten? Da gibt es nämlich einen kleinen, aber feinen Unterschied. Auf der Startseite werden schon seit einiger Zeit nicht mehr die eigenen Abos angezeigt. Dafür gibt es aber oben in der Leiste neben den Trends den Reiter mit dem Namen Abos. Und links hast du eine komplette Spalte mit all deinen abonnierten Kanälen. Wenn dort jemand ein neues Video hat, dann steht da so eine kleine lustige Zahl unten dran. Die Zahl steht übrigens für die Anzahl der neuen Videos. Das, was ich hier sage, kann auch kompletter Bullshit sein. Das ist nur so, wie ich das mitbekommen habe. Ach, das kann kompletter Bullshit sein. Du scheinst ziemlich wenig von deinen eigenen Zuschauern und dir selbst zu halten, wenn du bei Twitter mehrere Umfragen bezüglich deiner Abo-Box startest und scheinbar mit YouTube in Kontakt über selbige fehlerhafte Abo-Box stehst und trotzdem daran zweifelst.
Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich allerdings werde weiterhin in Hoodie vor der Kamera stehen. Und es tut mir leid, wenn YouTube das nicht sehen will. Du hast aber was falsch verstanden, Melina. Nicht YouTube will deine Videos nicht sehen. Scheinbar wollen deine Abonnenten deine Videos nicht sehen. So ganz einfach ist das. Kein schönes Gefühl, wenn man nicht mehr angesagt ist und permanent in den Trends landet. Hol doch. Ich prostituiere mich nicht für YouTube in dem Sinne, dass ich keine Clickbait-Titel verwenden werde. Du kannst dir nicht mal im geringsten vorstellen, wie betroffen mich das Ganze macht. Es geht langsam mit dir bergab. Nee, im Ernst, freut mich, das zu hören und hoffentlich geht es in Zukunft einigen anderen austauschbaren Kanälen genauso. Denn das bist du. Du bist austauschbar. Nicht mehr und nicht weniger. Obwohl, eher noch weniger. Das Problem liegt größtenteils tatsächlich bei YouTube. Ich glaube nicht mal, dass es die Zuschauer sind, denn von heute auf morgen habe ich einfach anstatt im Durchschnitt, 2500 Abos am Tag zu 200, 300, wenn ich Glück habe. Ansonsten so minus 800. Dann läuft es wieder super gut für eine Woche. Wenn ich dann wieder hochlade, kriege ich wieder D-Abos des Todes. Es ist also kein konstanter Runtergang. Es ist mehr so, aber es geht schon runter. Und was ich euch, meinen Zuschauern, sagen will, ist einfach, ich ziehe weiter mein Ding durch, bis YouTube diese Kacke geregelt hat. To be honest, to be completely honest, I don't give a shit. Say what? I don't give a damn fucking shit about this. Say what? I don't give a damn fucking shit. Seriously. Say what? Ich habe keine Ahnung, was es ist. I don't fucking know. I don't know. I don't care. I just wanted to let you. Den Eindruck machst du auf mich allerdings auch, dass du mit diesem Video nur ausdrücken wolltest, wie egal dir doch die ganze Sache ist und du es deshalb mit diesem Thumbnail und dem Titel unter die Leute bringen wolltest. Wen willst du eigentlich genau verarschen? Kommt gleich noch eine App? Ein kleiner Tipp an alle YouTuber auf dieser Welt, auch die, die kein Deutsch verstehen. Message geht trotzdem raus an euch. Kniet euch nicht nieder. Leckt keine Ärsche. Macht euer Ding. Erkauft euch nichts. Badet nicht in keine Ahnung was, nur weil es funktioniert. Bleibt euch selbst treu. Die meisten YouTuber wissen es und die meisten YouTuber wissen einfach keinen anderen Ausweg, außer das zu machen, was YouTube von ihnen verlangt. Die meisten wissen es und die meisten wissen keinen anderen Ausweg. Aber die meisten bleiben sich selbst treu und die meisten rennen jedem Trend hinterher. Die meisten machen nur noch billig produzierte Clickbait-Scheiße. Die meisten. Genau das bist du. Warum machst du dein Video darüber? Um euch zu informieren, weil ihr nachfragt. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Gib mir den fettesten Cyber... Du Dummerchen, natürlich sehen wir uns nicht beim nächsten Video wieder, weil du noch nicht auf der Startseite zu sehen bist. Melina war mal relevant und sie hat auch drei ziemlich erfolgreich laufende große Kanäle. Das, was ich von ihr bisher mitbekommen habe, war derselbe YouTube-Trend Product Placement Rotz ohne Wissen und Gewissen, wie es ihn zu Hunderten oder Tausenden bereits in Deutschland gibt. Sie widerspricht sich in diesem Video permanent selbst. Zu dem Thema mit der Abo-Box habe ich persönlich leider keine weiteren Infos gefunden, deshalb hätte ich mich über eine Quelle von Handy-App-Girl durchaus gefreut. Ihr denkt, dass sie eine tolle Message hat, weil sie so eine tolle, starke, unabhängige Frau ist, die ein riesiges Theater darum macht, dass sie sich ihre scheiß Haare abrasiert? Die einzige Message, die dieses Video hat, ist: Bitte beachtet mich, YouTube ist böse. Die wollen meine tollen Videos nicht auf die Startseite packen. Wie kann man in einem einzigen Video so oft sagen, dass es einem egal ist, aber greift nur, um die Nachricht zu verbreiten, zu denselben drastischen Mitteln, die man mit diesem Video kritisieren möchte? Hackt's bei dir? Schaut einfach immer zweimal hin, bevor ihr ein Video liked, teilt und kommentiert. Ach ja, wenn von Anfang an bei einem Video die Kommentare deaktiviert sind, hat das auch meistens einen guten Grund. Wie Bleilo sagen würde, bleibt logisch, mit seiner Schwitzfresse unter der Maske. Manch einer fragt sich jetzt vielleicht, was hat der Mann? Auf der anderen Seite sehe ich jedoch etliche sehr spärlich möblierte Gesichter. Und eine ganz einfache Frage, zart, von hinten an die Glasmurmel klopft, die die Augen darstellen. Und die Frage lautet natürlich, mein Gott, was hat der Mann? Lechstadt!